Hallo zusammen, seid sehr herzlich willkommen zu neuen Zuversichtgedanken aus Karlsruhe-Knielingen. Schön, dass ihr dabei seid, hier in unserer Knielinger Kirche und ein Teil des reich geschmückten Erntedankaltars seht ihr ja hier. Ja, ich bin ein bisschen mit gemischten Gefühlen heute hier. Zum einen ist da ganz viel und eine ganz tiefe Dankbarkeit. Es war einfach schön, mal ein etwas ruhigeres Wochenende zu haben. Wir haben viel Schönes gemacht, das hat gut getan. Auch das Feiern des Erntedankgottesdienstes hat gut getan. Ich merke, wie schön das ist und wie wichtig mir das ist, wenn ich mich mit dem Thema Dank und Dankbarkeit beschäftige, dann löst es in mir eine noch viel tiefere Dankbarkeit aus und es tut gut. In der Schule habe ich mit den Kindern eben auch das Thema Danken und Erntedank gemacht. Und wenn man dann so sieht, wie eifrig sie dabei sind und Dinge entwickeln, wofür sie dankbar sein können, das mal bewusst wahrnehmen, das ist einfach schön. Das sind nicht nur so dahergesagte Worte, sondern da kommt wirklich eine Dankbarkeit ins Herz. Und wenn man dann im Erntedankgottesdienst eben Gott gemeinsam loben kann und ihm danken kann für viel Gutes, das ist schon richtig genial. Ihr merkt, ich komme fast ein bisschen ins Schwärmen. Aber dieses Wochenende gab es dann eben auch einen Dämpfer. Es fing damit an, dass mich am Freitag eine Erkältung angeflogen hat. Ihr hört es vielleicht noch ein bisschen an meiner Stimme. Beeinträchtigt dann halt doch. Und dann gab es kurz vor dem Gottesdienst eine richtig blöde Situation. Ein klassisches Missverständnis. Wir hatten ein tolles musikalisches Programm geplant und das ist dann ganz kurzfristig ausgefallen. Am meisten hat mich dabei geärgert, dass ich mich wohl nicht so ganz geschickt angestellt habe dabei. Blöd, wenn sich zeigt, dass da ganz unterschiedliche Erwartungen sind. Missverständnis eben. Jeder hat gedacht, dass er es doch recht gemacht hat. Jeder wollte, dass es gut wird, aber harmonisch ist dann doch nicht geworden. Dass der Gottesdienst trotzdem noch gut geworden ist, das war sicher nicht mein Verdienst. Diese ganze ungute Situation hat mich ziemlich aufgewühlt und noch länger beschäftigt, als ich das eigentlich wollte. Mensch, wie viele Seminare habe ich besucht, wo es um gute Kommunikation ging. Umso frustrierender ist es dann, wenn sich trotz allen guten Willens eben die unterschiedlichen Erwartungen nicht zusammenbringen lassen. Wenn am Ende einfach viel Enttäuschung und Unverständnis übrig bleiben. Für mich ist es schwer auszuhalten. Ich will es doch immer recht machen und will es ja möglichst auch allen recht machen. Da wurden mir jetzt mal wieder ganz schön meine Grenzen aufgezeigt. Ich will es so gern perfekt machen. Und dann wird es eben doch nicht perfekt. Ihr merkt, es fällt mir schwer, das einfach abzuhaken. Ich kann mich da richtig reinsteigern und immer wieder dran rummachen. Umso dankbarer bin ich, dass mich auch dieses Mal wieder ein Wort Gottes rausgeholt hat aus dieser unguten Spirale. Ein Satz, den ich praktisch bei jedem Hochzeitsgottesdienst zitiere. Und immer noch dazu sage, dass das ja nicht nur für eine Ehe gilt, sondern dass es allen Christen gesagt ist. Kolosser 3, Vers 13, vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage gegen den anderen hat. Wie schon Christus euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Interessant, wie im Vater unser ist hier unser Vergeben zusammengebunden mit dem Vergeben Gottes. Nicht nur in der Ehe ist es fundamental wichtig, um Verzeihung bitten zu können und verzeihen zu können. Weil Verzeihen ja mit Loslassen zu tun hat. So, dass ich mich eben dann nicht mehr aufreiben muss an dem, was ich eh nicht mehr ändern kann. So, dass ich nicht nachtragen muss. Denn dann bin ja doch immer wieder ich, der dieses Ungute trägt. Jetzt wurde mir also gesagt, Siegfried, du lebst auch von der Vergebung. Gott liebt dich nicht nur, wenn du alles richtig machst. Seine Liebe zeigt sich vielleicht am stärksten gerade darin, dass er zu dir steht, wenn du was falsch gemacht hast. Das ist ja gerade sein Geschenk.
dieses immer und immer wieder kommen dürfen, mit all den Fehlern und dem Versagen, mit dem, was schlecht gelaufen ist. Und es hören zu dürfen, es ist dir vergeben. Mein himmlischer Vater fängt immer und immer wieder neu mit mir an. Es ist seine Barmherzigkeit, sein Herz voller Liebe. Und diese Liebe hört nicht auf, auch wenn ich es mal wieder verbockt habe. Ich glaube, ich kann das mit meinen Worten nicht so richtig ausdrücken, was für ein großes Geschenk das für mich ist. Und so blöd die Situation auch an diesem Sonntag war, ich bin dankbar, dass Gott mich nicht auf meine Fehler festnagelt, dass er nicht all das, was ich an Mist baue, fein säuberlich auflistet und mir dann irgendwann präsentiert, sondern dass ich kommen kann, um Vergebung bitten und hören darf, dir sind deine Sünden vergeben. Und so will ich es eben auch machen, die Hand zur Versöhnung ausstrecken. Weil nichts befreiender ist als solches Vergeben. Und so können wir dann nochmal neu miteinander anfangen. Auch nach so einer blöden Situation wie am Sonntag. Ich merke, wie gut mir das tut. Ich muss nicht krampfhaft die Fassade des perfekten Siegfried darstellen. Klappt ja eh nicht. Ich kann einfach ehrlich sein, auch zu dem stehen, was ich vielleicht falsch gemacht habe, weil ich weiß, dass Gott zu mir steht. Auch da noch. Und weil er mir einen Neuanfang ermöglicht. Das macht mich jetzt wirklich dankbar. Nicht schwärmerisch, sondern mit beiden Beinen auf dem Boden der Wirklichkeit, wo es eben manchmal auch nicht so gut läuft. Und mit dieser echten, aus dem Herzen kommenden Dankbarkeit ermutige ich euch eben auch, diese Vergebung Gottes für euch anzunehmen und sie dann auch weiterzugeben. Bleibt eingehüllt in den Segen und Frieden Gottes. Bis zu neuen Zuversichtgedanken am kommenden Mittwoch. Euer Siegfried Weber.